Also der Kurs war für mich ein Riesenerlebnis, weil ich habe wieder tolle Menschen kennengelernt. Es war eine spannende Woche, habe wieder viel dazugelernt und habe wieder zu meinem Lieblingsthema weiterarbeiten können, nämlich Erlebnis im Wintersport. Und uns geht es nicht nur darum, besser Ski zu fahren, besser Snowboarden zu lernen, sondern was gibt es noch? Warum ist der Sport so faszinierend? Warum wird der Sport für viele zur Lebenseinstellung? Ja, was macht das aus? Und da sind wir wieder viel drauf gekommen und ich bin gespannt, wie diese Leute, die diese Woche verbracht haben, unterrichten werden. Und ich bin überzeugt, sie werden eine Riesenbereicherung sein für die Landschaft des Unterrichts im Wintersport in Österreich. Das war hervorragend, ich würde sogar sagen weltbewegend. Man musste nur aufpassen, dass man vielleicht zu viel isst zum Mittag. Das war es meinerseits. Na, eigentlich bin ich gerade voll am Lernen, aber für ein kurzes Statement muss immer Zeit sein. Ja, bunter Abend haben wir gehabt, viele lustige Spiele, gute Aktionen. Spaß war immer voll dabei und ja, im Grunde genommen muss ich jetzt weiter lernen. Also die Theorieeinheiten waren immer sehr abwechslungsreich. Wir haben vielfältige Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel verschiedene Themen durchbesprochen, wie die Lawinenkunde und genauso die Biomechanik und die Bewegungsvorstellung vom Skifahren. Und es war auch nie fad, weil wir haben mitarbeiten dürfen und selbst Vorschläge einbringen dürfen. Und das war nicht nur ein Frontalvortrag. Also Snowboarden hat schon mal leibend begonnen, weil unsere Gruppe einfach so homogen ist, alle auf dem gleichen Level, nicht nur vom Snowboarden her, sondern auch einfach vom Fun-Faktor. Wir haben immer Gaudi gehabt, aber es ist auch viel weitergegangen bei allen und auch mit Benny, mit dir war es einfach urlaubend und ich glaube, die Woche werden wir nie vergessen. Also Skifahren war super. Ich bin vorher meinen eigenen Schatten gesprungen. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass wir tief schnell fahren, so wie Tag. Ja, es war echt cool. Ja, wir haben zum einen die Schule fahren gemacht und für die Technik gearbeitet, unsere eigenen Technik. Also wie wir es Kindern beibringen, aber auch, also wir haben sie ja wirklich weiterentwickelt. Wir sind auch viel gefilmt geworden, das war besonders cool. Also jetzt habe ich endlich mal ein Bild, wie ich eigentlich ausschaue beim Fahren. Das war ganz super, also da haben wir dann wirklich verbessern können.